Hi alle zusammen und willkommen zum Industrial Craft 2 Tutorial für die Werkzeuge und in gewisser Weise auch Waffen, die die Mod zu bieten hat im jetzigen Stadium. Fangen wir am besten gleich an. Wir haben eine Vielzahl von verschiedenen, sag man, Werkzeugen und Waffen, die wir verwenden können. Und wir fangen jetzt einfach mal mit den kleinen Sachen an und arbeiten uns dann so langsam nach oben. Das sollte ein relativ kurzes Video werden, da ich die Sachen nur kurz erkläre. Wir hätten da zum einmal die Kettensäge oder Chainsaw auf Englisch. Da braucht man verschiedene Sachen, die können dann alle selber nachschauen, also hier und da und dort. Nicht ganz so einfach zu kriegen, aber der Vorteil von all diesen Sachen ist eben, dass sie nicht kaputt gehen können. Das heißt, wenn ihr mal keine Energie habt und ihr werkelt trotzdem mit diesen Sachen rum, gehen die nicht kaputt. Unter Umständen funktionieren sie sogar in Anführungszeichen immer noch, aber dann beschränkt. Sehr stark beschränkt. Hier habe ich jetzt also die Kettensäge. Die ist eine Kombination aus der Axt, der Schere und kann auch als Waffe verwendet werden. Wir können jetzt hier also zum Beispiel, um das mal zu demonstrieren, einmal diesen Baum fällen und dann noch ein Schaf. So, also hier das jetzt zum Beispiel den Baum, den können wir einfach ganz normal fällen. Und den besten auch gleich weg, weil da habe ich nämlich vorher getestet, das dann auch so gut funktioniert. Und bei dem Schaf können wir dann eben einfach mit der Kettensäge in Hand rechtsklick machen und wir bekommen unsere Wolle. Wie wir das eben von den einzelnen Sachen kennen, von den einzelnen Werkzeugen. Nur, dass wir jetzt hier eben EU verwenden und wir haben ein Werkzeug für mehrere Sachen. Dann haben wir den Electric Tree Tab. habe ich ja am Anfang mal gesagt, dass ihr, ich schiebe mir einfach mal kurz die Sachen dabei und dann redet dann weiter, dass ihr, um Gummi zu bekommen, erstmal dieses Sticky Resin braucht. Bei diesem Sticky Resin müsst ihr natürlich dann immer darauf achten, dass ihr diesen Tree Tab verwendet. Das ist dieser, wo haben wir ihn? Ich habe ihn hier irgendwo mal gehabt, dieser hier. Der hat natürlich das Problem, der geht relativ schnell kaputt. Vor allem, wenn ihr mehrere Rubber Trees habt, dann werdet ihr wahrscheinlich mehrere mitnehmen müssen. Deswegen gibt es den Electric Tree Tab. Das ist einfach ganz normal wie der normale Tree Tab. Nur, dass ihr eben keine Angst haben müsst, dass euch da irgendwas kaputt geht. Jetzt schauen wir hier mal, ob der hier sowas hat. Weil, ja, sehr gut. Da könnt ihr einfach hingehen, den normalen Tree Tab und dann hier Rechtsklick machen und dann bekommt ihr euer Sticky Resin, wie ihr das eben vom normalen Tree Tab gewohnt seid. Achtet übrigens darauf hier bei dem Rezept, dass ihr einen Tree Tab verwendet, der neu gebaut wurde. Also, wenn das Ding nur ein bisschen Schaden hat, dann könnt ihr das nicht verwenden. Das nächste ist der Windmeter, der ist eigentlich das, was man sich darunter vorstellt. Nämlich, wir hatten ja dieses Windkraftwerk. Und je nachdem, wo es eben steht, gibt es unterschiedliche Windwerte. Also hier unten haben wir zum Beispiel 24, 19, 22. Und je höher wir eben gehen, desto höher wird dieser Windwert. Und desto besser ist natürlich dann auch das Windkraftwerk. Das wäre eigentlich schon soweit zu dem Windmeter. Denn die Electric Wrench, die ist jetzt wirklich wichtig. Also die ganzen Gerätschaften sind also kleine nette Gimmicks, die auch sehr nützlich sein können. Bloß bei der Electric Wrench, die würde ich wirklich empfehlen, dass ihr die baut. hat einen ganz einfachen Grund. Die hat jetzt zwei verschiedene Modi. Einmal normal und einmal lossless. Ihr wechselt die Modi, indem ihr M gedrückt haltet und dann Rechtsklick macht. Hier dabei müsst ihr allerdings darauf achten, es gibt Mods, die auch den Knopf M verwenden. Zum Beispiel diese ganzen Minimaps. Da könnt ihr einfach bei Options, beziehungsweise Optionen und auf Controls gehen. Und dann seht ihr eben, welche Tasten ihr drücken müsst. Und ihr könnt natürlich dann auch andere Knöpfe dort hineinsetzen. So, jetzt haben wir einmal Lossless Range Mode Disabled und einmal Lossless Range Mode Enabled. Die normale Range hat eine Chance von 80%, dass wenn ihr die verwendet, dass ihr eure Gerätschaft wieder bekommt. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese Prozentwerte immer noch stimmen, aber wenn ihr teure Gerätschaften habt und ihr müsst die irgendwo hinbewegen, dann bitte macht eine Electric Range und macht diesen Lossless Modus an und macht dann die Maschine weg. Und es wäre auch empfehlenswert, wenn ihr dann ein Backpack nehmt, weil ich meine, das Ding braucht unglaublich viel Energie, wenn es im Lossless-Modus ist. Machen wir mal hier. Ja, das reicht für einmal und dann ist es schon aufgebraucht. Also da am besten noch so einen Energy-Pack machen oder ein Badpack oder Advanced Badpack, je nachdem.
Und dann haben wir natürlich auch noch die Electric Hoe. Das ist eigentlich genau das, was man sich darunter vorstellt. Das ist halt einfach dann, wenn ihr eure Farm bearbeiten wollt, könnt ihr das eben verwenden. Das ist ein nettes kleines Gimmick, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und es wäre es dann eigentlich auch schon soweit zu denen. Jetzt gibt es dann noch diesen Diamond Drill. Den schauen wir uns auch kurz an. Es gibt einmal den Standard Mining Drill, der ist eigentlich nichts anderes als eine Eisenspitzhacke oder eine Eisenschaufel. Also diese Drills sind Spitzhacke und Schaufel in einem und dann könnt ihr eben auch ganz toll hier euren Dreck wegmachen. Das Upgrade zu dem Mining Drill ist eine Diamond Drill. Der ist dann einfach nur schneller und hat natürlich auch mehr Energie in seinem Speicher drin. Und ich sehe auch gerade, das bringt jetzt hier absolut gar nichts, wenn ich das in den falschen Modus zeige, weil ich mich schon gefragt habe, warum das hier so komisch gemacht wird. Und das Upgrade dazu ist dann eben der Iridium Drill. Der Iridium Drill hat jetzt eben auch noch einen zusätzlichen Modus. Wenn ihr M und Rechtsklick macht, dann könnt ihr den Silk Touch Modus anmachen, was bedeutet, ihr bekommt einfach genau den Block, genauso wie ihr ihn abarbeitet, wie jetzt hier diesen Grasblock. Und ihr könnt es natürlich ausschalten, dann Entschuldigung, dann könnt ihr die Blöcke ganz normal abarbeiten. Was hier zu beachten ist, der Iridium-Drill bekommt automatisch Fortune 3, also Glück 3 dazu. Das heißt, wenn ihr Lapis Lazuli abbaut oder Redstone oder was auch immer, dann bekommt ihr einfach mehr. Also nicht nur, was ich, wenn jetzt 4 rauskommen, dann kommen dann 3 extra mehr raus. Irgendwie sowas in der Art. Also das ist der Drill, der Bohrer, Entschuldigung. Finde ich gut. Ich habe ehrlich gesagt noch nie den Iridium-Drill gebaut, weil ich dann immer angefangen habe, mit anderen Mods herumzuspielen, wie zum Beispiel Tinker's Construct. Aber wenn man bedenkt, Fortune 3 auf Tinker's Construct zu bekommen, das braucht unglaublich viel Lapis Lazuli. Und vielleicht ist es billiger, wenn ihr das dann hier mit diesem Iridium Reinforced Plate und so weiter macht, obwohl das eigentlich nicht so eine gute Idee ist, weil dafür braucht ihr Iridium-Ore. Und ein paar, ich meine, es gibt eine Mod, die fügt das als normales Erz hinzu. Bin mir jetzt nicht sicher bei Industrial Craft, aber ansonsten macht ihr die Mass Fabricator und wie ihr das mal völlig aufgebaut habt, ja, kommen in einem anderen Tutorial dazu. Dann, bevor wir jetzt hier zu den coolen Sachen kommen, dann gibt es noch diesen Obscurator oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist ganz cool, wenn ihr nämlich euren Konstruktionsschaum, Construction Foam nicht so schön findet, könnt ihr nämlich jetzt irgendwo hingehen. Also nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Dieses Blatt hier zum Beispiel, macht Shift-Rechtsklick, dann könnt ihr diese Textur auf diesen Schaum auftragen. Wie zum Beispiel jetzt hier auf die Seite kann ich das Gras machen. Jetzt sagt ihr, okay, auf der Seite will ich Gras haben, hier will ich das haben. Also ihr könnt den frei anpinseln, wie ihr wollt. Da ihr das natürlich dann auch hier mit diesen Kabeln machen könnt, ist das auch eine Variante, um eure Kabel in eurer Basis zu verstecken. Das ist dann wie bei diesen Fassaden für Buildcraft. Also richtig nett. Das können wir mal schauen. Oh, schade. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert, ob man dann eventuell vorgaukeln kann, dass es ein Gerät wäre. Ja. Was man hier allerdings beachten muss, ist, na, ich hätte gerne das von der Seite. Ah, ich habe keine Energie mehr. Was ihr da beachten müsst, die Farben sehen ein bisschen anders aus. Zumindest sah es bei mir vorher so aus, aber sieht eigentlich ganz normal aus. Ist ja egal. Das wäre jetzt dann soweit zu dem Obscurator, wie auch immer der heißt. Und jetzt kommen wir mal zu den etwas cooleren Sachen. Wir fangen nämlich mal an mit dem Nano Saber. Dieses Nano Saber macht Schaden, ich glaube, wenn ihr normaler Schaden ist 10 Herzen und ein kritischer Schaden ist dann 12,5. Also wenn ihr einen kritischen Schlag macht, dann tötet ihr damit einen Zombie mit einem Schlag. Und ansonsten schmeiße ich alles andere auch mit einem Schlag. Ihr müsst das Nano Saber nur noch anmachen mit M Rechtsklick und dann kriegt das hier so eine tolle Animation. Wenn ihr dann so ort bam, macht das eben ordentlich Schaden. Und mit M Rechtsklick macht ihr es wieder aus. Ist zu empfehlen, dass ihr das ausmacht, weil, also außer sie haben jetzt, ja, die haben die Welle geändert. Also standardmäßig war es davor so, dass das, wenn ihr das Schwert durchgehend laufen lasst, das eine Minute hält und dann ist der Saft alle. Wenn der Saft alle ist, ist das Teil so stark wie ein Holzschwert, also achtet darauf, dass ihr immer genug Energie habt. Jetzt kommen wir zum Mining Laser. Der ist sehr interessant. Mit dem könnt ihr sehr großflächig, je nachdem wie ihr den Modus einstellt, Bergbau betreiben. Ihr habt jetzt verschiedene Modi mit M rechtsklick. Ich gehe jetzt nicht auf jeden ein, weil es gibt so viele, wie ihr hier sehen könnt.
Ich glaube, Low Focus ist nur ein Block. Ja, also wenn man ganz nah dran ist, kann man einen Block damit wegmachen. Und dazu hier mal Shift rechts in Long Range, der müsste jetzt weiter reinschießen. Jawohl. Haben wir sonst noch horizontal? Ja, wie auch immer das hier funktionieren soll. Super Heat ist, glaube ich, wenn, da wird das dann automatisch schon geschmolzen. Wenn ich jetzt auf Glas oder wenn ich das jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe hier nämlich nirgendwo ein Erz, das ich abschießen könnte, um dann gleich den Ingot zu kriegen. Oder anderweitig irgendwas, was bei Kontakt mit Hitze sich eben verändert. Aber ihr wisst ja, worauf ich hinaus möchte. Sonst ist immer überall Kupfer, wenn man es nicht gebrauchen kann. Aber hier jetzt anscheinend nicht. Na gut, dann ist auch egal. Dann gibt es noch Scatter, das ist glaube ich so ein Flächenschuss. Ja, genau hier. Sehr, sehr cool. Explosive. Was haben wir sonst noch? Und dann eben der ganz normale Mining Laser. Nettes Gerät, das kann man sogar auch auf zum Schießen verwenden auf Mobs. Schuss ist ein bisschen langsam, wenn ihr das hier so beobachtet. Da würde ich dann auch im. Ich glaube, der Explosive ist sogar besser dafür. Der macht dann wirklich Schaden. Verwenden. Also ich finde den Mining Laser echt lustig, aber wirklich verwenden tue ich ihn nie, weil ich sehe irgendwie nach da keinen großen Nutzen dahinter. Vielleicht wenn irgendwo ein Erz ist, wo er nicht hinkommt, dann da abschießen, aber selbst dann nicht. Nein. Und jetzt gibt's noch diesen Plasma Launcher, da habe ich im Wiki nichts darüber gefunden. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der funktionieren soll, weil wenn du also macht Rechtsklick und er schießt und dann kommt hier so eine große Explosion, aber ich denke mal, das wird noch weiter überarbeitet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf Stein schieße, dann passiert da gar nichts. Aus irgendeinem Grund wird Gras dann anders, wenn man da drauf schießt. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel reingeschossen und habe hier ein Loch und hier da drüben gehen dann auch die Sachen kaputt. Ich vermute mal, das ist noch ein Work in Progress, also wird noch dran gearbeitet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Plasma Launcher extrem gefährlich wird. Der hat noch nicht mal ein Rezept, sehe ich gerade. Also einfach mal ausprobieren. Als krönenden Abschluss zeige ich jetzt noch kurz die Toolbox. Wenn ihr nämlich dann so viele Gerätschaften habt, wollt ihr die wahrscheinlich auch irgendwo unterbringen. Da könnt ihr dann einfach die Toolbox bauen, Rechtsklick und dann einfach eure ganzen Sachen dort hineinlegen. Und habt die dann schön verstaut. Also, das wäre es dann soweit für diese Werkzeuge und dann bis zum nächsten Mal.